Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Star Stable Remake mit Ximena Evening Rider von Server 5 und ja, Cloudy Rock also. Wir waren gestern hier bei Elisabeth stehen geblieben. Da ging es um die Zuckerstangen, die sie backen wollte und sollte und die wir nach Silverglade bringen müssen wahrscheinlich. Mal gucken, ob sie die jetzt fertig hat. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt sind sie fertig. Sie müssen nur noch gebogen werden, sodass man sie auch an den Baum hängen kann. Kannst du mir dabei helfen? Sie liegen dort auf dem Tisch und kühlen ab. Hilf mir, sie zu biegen, bevor sie abgekühlt sind. Das kriegen wir hin. Zuckerstangen biegen, dann machen wir das doch mal. Lasst mich mal hier alle durch. So. Oh mein Gott, was ein Geglitzer. Aber gut, wir versuchen unser Bestes und biegen die Zuckerstangen, indem wir wie wild auf dem Tisch rumklicken und hoffen, die richtigen Stellen zu erwischen. Ah, gut, passt, schon geschafft. So, mal wieder durchschlagen zu Elisabeth. Na? Danke, wie schön. Dann sind sie jetzt auch fertig. Kann ich sie jetzt mitnehmen? Hole Schnee? Nein, nein, nein. Das ist das hier. Während die Zuckermasse abkühlt, kannst du vielleicht ein paar Zuckerstangen zu Mario beim Observatorium bringen. Er liebt nämlich die Zuckerstangen und deswegen bekommt er jedes Jahr Weihnachten welche von mir. Wenn du zurück bist, werde ich ein paar Bonbons eingepackt haben. Ja, reite zum Observatorium und... Ja, das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Da schlagen wir uns hier oben durch den Wald und dann sind wir auch relativ flott hier am Observatorium. Ja, für alle die, die jetzt hier das Video gucken und vielleicht auch auf Server 5 sind, ich werde heute im Laufe des Tages, irgendwann am Nachmittag, hier auf Server 5 einen ersten Level-Stream starten und würde mich natürlich freuen, den einen oder anderen dabei zu sehen. Da ich noch nicht so wirklich absehen kann, wann es zeitlich bei mir reinpasst, kündige ich das jetzt diesmal nicht an. Aber ich denke, der eine oder andere wird das jetzt hier vielleicht gleich im Video mitkriegen und den Kanal ein wenig im Auge behalten. Und dann sehen wir uns vielleicht nachher. Wäre ja schön. Ich bin gespannt, wie viele hier auf Server 5 mir begegnen, die ich kenne oder die ich vielleicht noch nicht kenne und die Lust haben, mit uns zu reiten. Ja, mal sehen. Server 5 scheint ja doch schon einige zu beheimaten. Also von daher denke ich, wir probieren das einfach mal, machen hier mal einen Stream und schauen mal, was passiert. Aber gut, jetzt sind wir erstmal auf dem Weg hier zum Observatorium, wo noch bei mir nicht relativ wenig passiert ist. Ich habe hier noch nicht wirklich was geschafft und ja, ich bin da im Moment irgendwie, ich hinke hinterher, weil jetzt waren mir ja erstmal die Weihnachtsaufgaben wesentlich wichtiger, dass wir die schaffen, dass wir da weiterkommen und die normalen Quests, die kommen dann danach. So, aber den Weg zum Opsi kennen wir natürlich, kein Problem. Also auf hier hoch. Mario besuchen. Ab durch das Gebüsch. So, und da sind wir schon oben angekommen. Ich habe ja hier auch noch keine Seilbahn. Das ist alles noch, ja, Zukunftsmusik. Ich glaube, ich habe hier auch noch gar nichts gemacht, was irgendwie in die Richtung führt. Ich habe wohl hier ein paar Aufgaben, die ich machen sollte. Aber, naja, kommt alles noch. So, hallo Mario. Ein Weihnachtsgeschenk für Mario. Hallo Ximena, mit was für Leckereien du da kommst. Wie nett von dir, mir Bonbons zu bringen. Ich weiß, dass der Weg von Valday sehr lang ist. Man sollte eine Seilbahn dorthin bauen. Haha, Elisabeth macht die besten Weihnachtsbonbons. Ja, und warte mal, sind das jetzt hier... Das sind doch, glaube ich, jetzt hier alles die Aufgaben, die ich hier noch habe. Das ist aber so ein bisschen das Problem, jetzt hier zu erkennen, ob man hier noch weiterklicken muss oder ob man da jetzt durch ist. Verfügbar. So. Ja, das sind jetzt alles... Warte. Laufend? Nein. Das waren doch jetzt alles hier Aufgaben, die irgendwie... Ein sehr Beschäftigter, das. Einmal zu viel eingeschneit. Warte mal. Nein, das ist alles neu. Okay, das ist auch neu. Dann reiten wir doch jetzt zurück zu Elisabeth, oder? Oh Mann.
Na, auf jeden Fall scheint Elisabeth irgendwie zu leuchten. Voll verplant, aber gut. Das sieht für mich so aus, als sollten wir jetzt zurück zu Elisabeth. Wir probieren das. Wow. Berg. Reiten wir doch hier mal lang. Ich glaube, das geht ein bisschen schneller. Mal sehen. Und mal gucken, ob das jetzt richtig ist oder ob wir jetzt doch was übersehen haben bei Mario und da noch irgendwas hätten machen müssen. Das ist das Problem, wenn man noch so viele Quests hat und die ja aber einzeln machen will, dass man da nicht aus Versehen jetzt irgendwas anderes anfängt, was gar nicht mehr zur wirklichen Aufgabe gehört. Ich hoffe jetzt zumindest, dass ich hier gerade keinen Fehler mache und gleich dann feststelle, dass ich wieder zurück zu Mario muss, weil ich noch irgendwas vergessen habe. Na, egal. Jetzt erstmal nach Valday. Wir werden es erfahren. Ach ja, Hollow Woods. Ich mag den Wald ja hier total gerne. Das ist einfach irgendwie so eine schöne Gegend. Relativ wenig los auch tatsächlich meistens. Was ja nicht das Schlechteste ist. Warte mal, können wir jetzt hier oben lang? Ja, hier lang. Ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht auf dem Trainingsplatz von den Bewahrern Aidins auftauche oder aufschlage, anstatt bei Elisabeth. So, ab durchs Gebüsch und dann sollten wir gleich wieder hier sein, wo wir hinwollen, nämlich bei Elisabeth. Mal gucken, ob es jetzt alles so passt. Na, na, na. Etwas verplant das Ganze, verpeilt wieder ein bisschen, aber macht nichts. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall hat sie ein Fragezeichen, ein Ausrufungszeichen über dem Kopf. Hohle Schnee, der erste Stein, das ist alles was anderes. Nee, nee. Mann! Das sind die Weihnachtsfragmente von gestern. Ach, Menno, sind wir jetzt doch hier falsch? Warte mal, das war's. Hole Schnee. Aufgrund meiner Erfahrung weiß ich, dass der Ratsmann Schnee für die Schneemänner brauchen wird. Normalerweise fragt er mich immer, aber wo du jetzt schon hier bist, kannst du die Schneeschaufel packen und Schnee vom eingeschneiten Pass hinterm Dorf holen und zu ihm bringen. Komm mit der Schaufel zu mir zurück, wenn du fertig bist. Okay, das klingt jetzt wieder logisch und nach Weihnachtsaufgabe. Meine Güte. Also, dann müssen wir jetzt hier hoch. Jetzt sind wir wieder richtig. Und ja, wir sind auch nicht die Einzigen. Die Corinne, Shots da, die düst ja auch gerade den Berg hoch. Ich glaube, die muss auch Schnee holen, ne? Und das Valday-Championat ist auch in 3 Minuten. Ja gut, da wollen wir jetzt nicht hin. Wir wollen jetzt Schnee holen. Hier oben sollten wir richtig sein. Jawohl, passt. So, runter. Und da ist auch die Schneeschaufel. Dann gehen wir doch hier hinten hin. Zack, ist sie verschwunden in den Schneemassen. Zack, und wir haben schon den Schnee hier im Rucksack. Na prima. Schnee im Rucksack. Ob das so gut ist? Aber gut. Das ist wieder Star Stable. Hier ist alles möglich. Dann sollten wir ja jetzt wieder runter zu Elisabeth. Und dann mal sehen. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich nach Silverglade rein, um die Zuckerstangen und den Schnee zum Ratsmann zu bringen. Einmal wieder den Berg runter. Und zu Elisabeth. Danke, das hat ja gut geklappt. Ich bewahre den Schnee im Gefrierschrank auf, bis wir fertig mit den Zuckerstangen sind. Wie, die sind jetzt noch nicht fertig? Wie schön, dass Mario mich grüßt. Jetzt sind die Zuckerstangen verpackt und fertig. Bitte reite zum Ratsmann in Silverglade. Du kannst jetzt auch den Schnee mitnehmen, den du besorgt hast. Ja, super, machen wir. Wir reiten allerdings nicht. Wir sind faul und nehmen den Transporter. Jetzt leckt es hier so ein bisschen wieder. Das Valday-Championat fordert den Tribut am Server. Ich bin ja mal gespannt, ob wir das mal irgendwann erleben werden, dass das hier alles völlig leckfrei passiert und funktioniert. Naja, schauen wir mal. So, jetzt sollten wir jeden Moment hier in Silverglade aufschlagen. Na, 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 na. Na komm. Hallo? Öffne das Türchen. Wir wollen nach Silverglade.
Der Transporter lässt uns warten. Werden wir jemals ankommen? Oder werden wir verschollen auf dem Weg nach Silverglade sein? Nein, wir kommen an. Sehr schön. Gut, dann jetzt zum Ratsmann. Er wird sich sicher freuen über Zuckerstangen und Schnee. Hallo Ratsmann. Bonbons, diese Zuckerstangen sind von bester Qualität. Die bleiben an keinem Gebiss kleben. Frische Bonbons sind das Beste. Gut, dass Elisabeth auch an den Schnee gedacht hat. Das erspart dir einen Weg. Wieso mir? Mensch. Meine Freundin, jetzt müssen wir noch den Baum mit den Zuckerstangen dekorieren. Du wirst ein Geschenk von mir bekommen, weil du mir so geholfen hast. Das richtige Weihnachtsgeschenk bekommst du aber nicht, bevor alle Aufgaben erledigt sind. Komm zu mir, wenn du mit dem Baum fertig bist. Ja, machen wir. Wir dekorieren jetzt den Baum. So, hier haben wir auch die Zuckerstangen. Ah, okay, 10 Stück sind's. Das stimmt, das waren ja bei Elisabeth auch schon mega viele, die wir da biegen mussten, ne? Aber was ist denn jetzt mit dem Schnee passiert? Wo hat er den denn jetzt hin? Merkwürdig. Aber gut. Die Zuckerstangen haben wir da mal an den Baum angebracht. Lecker. So, das haben wir geschafft. Ja, der Baum sieht immer weihnachtlicher aus. Hier ist das Geschenk, das ich dir versprochen habe. Ich hoffe, es passt deinem schönen Pferd. Was haben wir bekommen? Fortsetzung folgt haben wir bekommen. Der Weihnachtsauftrag ist für diese Woche vorbei. Am Mittwoch geht es mit den Weihnachtsaufträgen in Silverglade weiter. Okay, das ist schön, aber wir haben ja auch noch die Weihnachtsaufgabe. Jetzt gucken wir aber erstmal, was wir hier bekommen haben. Eine grüne Satteldecke. Frohe Weihnachten. Die ist hübsch, die gefällt mir ganz gut. Die sieht ja auch ganz nett aus, aber jetzt tun wir sie erstmal zur Seite, weil es geht noch weiter, Leute. Ich habe schon geguckt, ich habe schon ein bisschen gespickelt. Wir müssen heute nach Moorland, denn da wartet die Weihnachtsaufgabe auf uns, die wir dann erfüllen können, für die wir dann wieder Wünsche bekommen. Und danach geht's dann wieder, wie gewohnt, rüber nach Jallaheim zum Nikolaus, zum Weihnachtsmann, um die Wünsche einzutauschen. Ich mache einen kurzen Cut, wir sehen uns gleich in Moorland wieder. So, ich stehe jetzt hier bei Thomas Moorland und er hat auch die heutige Weihnachtsaufgabe für uns. Hallo, ich mache Weihnachtsreime für die Bewohner. Kannst du mir dabei helfen? Mir fällt einfach nichts mehr ein. Vogel, Blaubeer. Nein, das reimt sich nicht. Was reimt sich auf Stiefel? Ich brauche wirklich deine Hilfe. Oh mein Gott. Thomas, bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Aber ich werde mein Bestes versuchen. Mal gucken. Hilf dem Weihnachtsreim. Ja, wir bekommen einen goldenen Wunsch, also kein Fragment, sondern einen ganzen Wunsch. Cool, aber mal sehen. Wir versuchen unser Bestes. Avalon bekommt eine Sichel. Was reimt sich auf Sichel? Michel, Öl oder Benzin? Ja, auf Sichel reimt sich Michel. Richtig, ja cool. Weiter, Thomas? Die Tierärztin bekommt einen Mantel. Was reimt sich auf Mantel? Tarantel, Ente, Hund. Ja, Tarantel. Wobei, Mantel und Tarantel, na gut. Derek bekommt eine Trompete. Was reimt sich auf Trompete? Angelhaken, Rakete oder Hering? Rakete. Auch richtig. Yay! Linda bekommt ein Geschichtsbuch. Was reimt sich auf Geschichtsbuch? Vorahnung, Kinobesuch, Überraschung. Geschichtsbuch, Kinobesuch, oder? Ja. Der Ratsmann in Silverglade bekommt eine Uhr. Was reimt sich auf Uhr? Mantel, Zahnbürste, Schnur. Na, Schnur. Hey, wir haben es geschafft. Sehr cool. Danke, Ximena. Das hat mir viel Zeit erspart. Möglicherweise brauche ich die Tage noch einmal deine Hilfe mit weiteren Reimen. Frohe Weihnachten. Ja, und da haben wir den goldenen Weihnachtswunsch bekommen. Und ja, ich mache nochmal einen Cut und wir sehen uns gleich in Jallaheim beim Weihnachtsmann wieder. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich bin dann mal wieder ein Opfer der Technik geworden. Es hat irgendwie nicht aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, was hier verkehrt gelaufen ist. Keine Ahnung, ob ich da irgendwie falsch gedrückt habe. Aber ich habe die Weihnachtswünsche eingetauscht und die Fragmente zu einem Weihnachtswunsch umgewandelt. Ja, und es gab dieses hübsche weihnachtliche Kleid in grau-grün-weiß so ein bisschen hier am Kragen gehalten. Und es gab diese Trense, die Whiteborn trägt, die Wintertrense, Lebkuchentrense. Ja, wieder zwei hübsche neue weihnachtliche Items. Und ja, das war's dann auch von der heutigen Folge.
Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns vielleicht dann heute Nachmittag beim ersten Level-Stream auf Server 5 oder morgen in einer neuen Folge von meinem Star Stable Remake. Ihr Lieben, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis dahin. Tschüss.